Sogenannte Flares aus Phosphor gegen Infrarotlenkwaffen, wie hier zu sehen, sowie Düppel zur Radartarnung, gehören heute zur Standardausrüstung von Militärflugzeugen. Sie werden gleichzeitig ausgebracht, wenn ein feindliches Radarsignal geortet wird. Auch Kriegsschiffe tarnen sich mit solch künstlichen Wolken. Düppel wurden bereits im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Bestanden sie damals aus Staniolstreifen, so sind es heute mit Aluminium bedampfte Glasfasern mit einer Länge von 15 bis 25 mm und einem Durchmesser von ca. 100 Mikrometer. Sind die Fäden halb so groß wie die Wellenlänge des Radars, kommt es zu Falschechos. Für die enorm großen Geisterwolken aus Richtung holländischer Küste müssen immer wieder tonnenweise der Substanz über der Bundesrepublik niedergehen. Wir richten Umweltzonen und Ähnliches ein und anscheinend gilt die Umweltzone in 4-5 Kilometer Höhe über der Nordsee anscheinend nicht und über Deutschland nicht. Da spielt es keine Rolle, was da ausgebaut wird. Alle 20 bis 30 Tage ungefähr, konservativ abgeschätzt, gibt es diese Wetterlagen, wo auch diese Partikel auftauchen. Von der Nordsee her, Hochdruckgebiet darüber, von Nordwesten her kommt das rein. Und wenn man das wirklich mal auswerten würde, würde man überrascht sein, wie häufig das auftritt. Also alle 20 bis 30 Tage so eine Situation mit einem flächenhaften Partikelstrom. Das hier ist. Auch wenn diese Militärwolken nicht von der Bundeswehr stammen, dass sich niemand verantwortlich fühlt für Stoffe, die regelmäßig über Deutschland absinken und die eigentlich verboten sind, halten die Meteorologen schlichtweg für absurd. Absurd ist ja noch eine nette Umschreibung. Hier wird die Bevölkerung getäuscht. Internationale Gewässer sind narrenfreie Zonen und die nationalen Verteidigungsbehörden können immer schön die Verantwortung von sich weisen. Jetzt kommt es aber noch besser. Als die besorgten Bürger nun wissen wollten, was das genau für ein Zeug ist, das da immer wieder mal vom Himmel fällt, erklärte die deutsche Luftwaffe, dass Düppel harmlose Glasfasern sind, die man mit dem Hausmüll entsorgen kann. Wenn Düppel tatsächlich so harmlos sind, warum müssen dann Luftwaffenangehörige Atemmasken tragen, wenn sie damit zu tun haben?